Einen Liegestuhl braucht Heiko Weber nicht, ein Gartenstuhl tut es auch, aber er wählt etwas mehr Höhe. Auf dem Kameraturm beobachtet der 57-Jährige das Spiel, um mehr Überblick zu haben. Weber seit Mittwoch wieder bei der Mannschaft, 2 Wochen fiel er wegen seiner OP aus. Seine Co-Trainer sitzen für ihn am Rasen. Die Favoritenrolle ganz klar beim BFC in Weiß und da soll auch kein Zweifel aufkommen. Plat mit Problemen und darauf spekuliert Christian Beck. Der Torschützenkönig der Regionalliga ist wieder heiß. 23 Tore für den 34-Jährigen waren es in der vergangenen Saison. Und das ist der neue Mann in Berlin. Heiner Backhaus kam aus der Regionalliga Südwest von Rot-Weiß Koblenz. Als Spieler war Backhaus ein Wandervogel, hatte 20 Profistationen, unter anderem bei Hannover 96, Union Berlin, Sachsen, Leipzig, Lok Leipzig, aber auch auf Malta und Zypern. Jetzt soll er als Trainer den BFC zum Meistertitel führen. Meuselwitz will nichts zu tun haben mit dem Abstieg und das so schnell wie möglich. So das Ziel, Platz 10, das wäre was laut Weber. Und das alles mit offensivem Fußball, wie hier durch Johannes Pistol. Der erste Abschluss in der 12. Minute. Heiko Weber will keine Ballstaffetten oder Ballgeschiebe sehen, sondern Tore und eben offensiven Fußball. Bislang konnte er zufrieden sein. Der BFC entschied sich vor der Saison für einen Umbruch. 13 Spieler gingen, 8 neue kamen. Backhaus brachte 2 Spieler aus Koblenz mit. Sie haben eine starke erste Elf, da sind sich die Experten einig. Aber was dann von der Bank kommt, da scheint die Qualität etwas zu fehlen. Keiner macht hier den Ball so richtig fest. Und dann ist es Sulic mit dem ersten Abschluss für die Berliner. Und die gewannen alle 5 Testspiele, die waren aber alle auch im Juni. Seitdem, seit über einem Monat, haben die Berliner nicht mehr offiziell getestet. Jetzt kommen sie aber besser ins Spiel. Die Offensivaktionen jetzt bei den Gästen. Das ist wieder Sulic, der hier schön den Ball vorlegt auf Beck. Aber Jean-Marie Plath im Meuselwitzer Tor erst 20 Jahre vor dem Routine vor Christian Beck. Meuselwitz steht mit 11 Mann in der eigenen Hälfte, aber da stehen sie gut. Niklas Brandt, der Kapitän, sucht eine Anspielstation, die er nur neben sich findet. Und schon hat Brandt den Ball wieder zurück. Aber Schulz, der hat eine Idee, schön steil gespielt. Ekalé, Arthur Ekalé. Er kam mit seinem Trainer aus Koblenz nach Berlin. Ein körperlich robuster Spieler, wie Reitl hier erfährt. Die Berliner versuchen sich weiter durchzuspielen, aber da stört immer irgendwie so ein Meuselwitzer Bein. Deswegen mal der andere Weg hoch, über Beck, wieder auf Sulic. Der gegen 2, die beste Chance im Spiel durch Amer Sulic, der sich gegen Hansch und Müller durchsetzt. Berlin kommt der Führung etwas näher. Aber die Thüringer spielen auch noch mit. Sie zeigen sich noch mal kurz vor der Pause. Schöner Seitenwechsel. Pistol technisch stark, setzt sich durch. Und Amar Kartritsch in der Mitte. Da hätte es fast geklingelt. Die beste Chance für die Meuselwitzer im ersten Durchgang von Kartritsch. Gut vorbereitet von Johannes Pistol, dem Neuzugang aus Rathenow. 0:0 zur Pause. Heiko Weber kann zufrieden sein mit den ersten 45 Minuten seiner Mannschaft. Nach viel Bewegung auf dem Trainerstuhl soll Weber wieder Kontinuität in den Verein bringen. Das war ja immer eine große Stärke des ZFC, in Ruhe arbeiten, zu wissen, was möglich ist und dann mit Geduld rangehen. Auch hier bleiben sie ruhig. Johannes Pistol, hier ist er am Ball und fasst sein erstes Tor im ersten Spiel für das neue Team. Auch der BFC braucht nicht lange, um anzukommen im zweiten Durchgang. Cedric Euschen allein vor Plath. Beide Mannschaften nähern sich dem Führungstreffer. Euschen testet das neue Trikot. Plath entschärft seinen Ball mit dem rechten Fuß, wenn auch hier nicht richtig zu erkennen. Da war er dran gewesen, der Schlussmann von Meuselwitz. Es entwickelt sich ein munteres Spiel, auch weil der ZFC so gut mitmacht. Das ist Reitl und der findet Eckert.
Um die erfahrenen Spieler wie Eckhardt wollen sie eine neue Mannschaft formen. 11 Neuzugänge und bis auf Reitl sind sie alle nicht älter als 21 Jahre. Perspektive, das ist das Motto beim ZFC. Und das ist der lange Einwurf vom BFC. Und der ist stark geklärt von Schätzle. Und dann gibt es doch den Pfiff. 11 Meter. Damit sind die Roten natürlich nicht einverstanden. Nils Schätzle, der Neuzugang aus Halberstadt, eingewechselt, klärt hier stark. Und dann stürzt Sulic eher in Schätzle rein von hinten. Klar gab es einen Kontakt, für mich aber kein Elfmeter, weil Sulic eben den ersten Kontakt hat. Plath gegen Christian Beck. Und das ist eine klare Sache für den Berliner. Die Führung sicher nicht unverdient, die Entstehung schon. Christian Beck mit dem ersten Treffer der Saison für den BFC. Auch weil Jean-Marie Plath die falsche Ecke wählt. 1:0, 64. Minute. Berlin will nachsetzen. Den Moment nutzen sie, merken, die wackeln jetzt, die Beuselwitzer. Sulic mit guter Annahme und Reingabe bringt den Ball auf Beck und der liegt quer, macht das Ding rein. Der Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten. Wieder Christian Beck, bitter für den ZFC. Da waren auch eigentlich genug Meuselwitzer da, um den Ball noch zu klären. 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Die zeigen jetzt aber noch mehr, nämlich Moral. Die lassen sich nicht hängen. Das ist Trübenbach mit dem Anschlusstreffer. Andy Trübenbach. Da war er schneller und wacher als sein Gegenspieler. Der Ball kam vom Jatke vom Flügel. 72. Minute und da ist noch Zeit für den Ausgleich. Sie arbeiten daran. Bürger mit der Flanke und Schätzle völlig frei. Riesenchance zum Ausgleich. Schätzle vielleicht etwas zu früh hochgestiegen, kommt da nicht mehr richtig hinter den Ball. Aber Nachspielzeit. Meuselwitz gibt noch nicht auf. Müller und Schätzle. Nils Schätzle mit den beiden letzten Chancen. Es bleibt beim 1:2. Bitter für den ZSC. Gut gespielt, stark gekämpft, aber Punkte nehmen die Berliner mit. Ich glaube, Meuselwitz stand gut hinten, stand tief und hat dann auf Konter gespielt. Und uns ist keine Lösung eingefallen, um da durchzukommen. Mit dem Elfmeter ist dann da natürlich ein bisschen der Knoten geplatzt und dann gleich mit dem zweiten noch hinterher. Und deswegen war das dann ganz gut für uns. Und ja, wie gesagt, dass wir dann nochmal ins Schwimmen kommen, ist natürlich nicht so schön, aber am Ende ist egal, wir haben die 3 Punkte. Man muss das Tor treffen. Man muss ja in das Tor reinschießen. Oder der Torwart hält ihn, wenn man am Tor vorbeischießt, macht man gar kein Tor. Das war vielleicht ein bisschen überraschend, dass wir solche klaren Chancen bekommen haben. Aber es zeigt auch beim BFC die Klasse, dass sie mit den wenigen Chancen 2 Tore geschossen haben. Und deswegen waren sie letztes Jahr Erster und wir 14. Heiko Weber hat von seinem Ausguck eine Menge gesehen und das Schöne, es war viel Gutes seiner Mannschaft dabei.